Hallo zusammen, Jens hier. Das Jahr ist schon wieder rum, das heißt, aus meinem 3 Jahre Nonstop-Zeitraffer-Fotografie-Projekt sind mittlerweile 4 Jahre geworden. Ich habe 4 Jahre lang täglich Pilze fotografiert. Dabei kamen in der Regel sogar 2 Kameras zum Einsatz. Die 1-Million-Fotomarke ist damit auch schon längst gesprengt. Dieses Jahr habe ich in erster Linie Seitlinge fotografiert, wobei ich über mehrere Wochen alle 5 Minuten ein Foto aufgenommen habe. Eines der größeren Probleme war vor allem, dass die Seitlinge extrem viele Sporen produzieren. Wenn man das Zeitraffer nicht nach einer Woche abbricht, wird wirklich das komplette Zuchtzelt, mein Kameraequipment, alles wird mit Sporen überzogen. Dabei ist mir leider auch eine Kamera kaputt gegangen, was mich indirekt dann dazu veranlasst hat, mir die Sony A6700 zu holen, wobei ich mich jetzt nicht trauen würde, die direkt ins sporenverseuchte Pilzzelt zu hängen. Neben den Austernpilzen, den Seitlingen, hatte ich auch wieder einige Shiitake-Blöcke dabei. Vor allen Dingen die extremen Makroaufnahmen mit 61 Megapixel, wo ich dann wirklich extrem stark reinkroppen konnte, waren wieder sehr faszinierend für mich. Vor allem, wenn ich das Ganze dann noch mit einer Rotation aufgenommen habe. Den Drehtisch habe ich dann auf eine Rotation pro 30 Tage gestellt, andernfalls wären die Bewegungen viel zu schnell gewesen. Ich habe zwar auch einige Jahre Pilze selber gezüchtet, da das aber wirklich ein sehr, sehr großer Aufwand für relativ wenig Ertrag ist, bin ich jetzt dazu übergegangen, fertige Pilzblöcke zu verwenden. Das heißt, alle Pilze, die ihr hier in diesem Video seht, stammen vom Pilzmännchen. Ich habe euch auch mal ein paar Links in die Videobeschreibung gepackt, falls ihr das Thema Pilzzucht zu Hause selber auch mal ausprobieren wollt. Ganz wichtig ist hierbei allerdings, dass man die Fotos in einer feuchten Umgebung macht, sonst vertrocknen die Pilze sehr schnell am Block. Kann man natürlich noch essen, aber für ein Zeitrafferprojekt natürlich nicht so schön anzusehen. Hier mal ein komplett anderes Exemplar, das ist der sogenannte Chestnut. Sieht absolut irre aus in der Entwicklung. Ein sehr schöner optischer Kontrast zu den anderen Pilzsorten. Die pinke Auster, optisch natürlich auch ein Hingucker, vor allen Dingen auch auf dem Teller. Vor allen Dingen das Besondere bei diesem Pilz ist, dass er wirklich in mehreren Wellen kommt. Das heißt, ich habe hier bei der ersten Welle, glaube ich, 700 bis 800 Gramm Pilze gehabt und bei der zweiten sogar noch 600. Danach ging es ein bisschen runter, so 200 bis 300 Gramm Pilze und dann ist mir der Block meistens irgendwann vergammelt. Das heißt also, mit einem Block 3 Wellen Pilzzeitraffer aufnehmen, das ist natürlich schon nicht schlecht. Hier haben wir mal die zweite Erntewelle von einer Linesmane oder auch Heritium. Den findet man leider nicht so oft im Supermarkt. Vielleicht manchmal in irgendwelchen Asia-Supermärkten als Pulver oder als Heiltinktur. Also dieser wird gerne auch getrocknet und soll dann zum Beispiel die Gehirnfunktion verbessern. Toller Pilz, schmeckt sehr gut. Hier sieht man allerdings auch, was passiert, wenn man die zweite oder dritte Erntewelle aufnimmt. Dann hat natürlich der Block und die ganze Umgebung ein bisschen mehr Zeit, sich darin einzunisten. Das heißt, hier wandern schon jede Menge Mikroorganismen und vielleicht auch später Fruchtfliegen, die sich über die Nährstoffe aus dem Block, aus dem der Pilz wächst, hermachen. Nur zum Abschluss hier nochmal ein paar graue Austern. Auch ein schöner Speisepilz. Jetzt nichts extrem Besonderes, weil den kennen wir, glaube ich, alle aus dem Supermarkt. Wobei, wenn wir den selber züchten, der natürlich ganz anders schmeckt. Also im Supermarkt hat der meistens 5-7 Tage hinter sich. Das ist wirklich nicht damit zu vergleichen, wie wenn man den selber züchtet, abschneidet und direkt in die Pfanne haut. Kennt der eine oder andere vielleicht vom Pilze sammeln. Pilze kaufen kann man machen, aber wenn man sie frisch abschneidet und direkt isst, gibt nichts Besseres. Zum Abschluss noch hier der Enoki. Den kennt man vielleicht auch aus dem Asiamarkt. Wird hier auch so oft in ganz langen, dünnen, weißen Pilzfäden praktisch mit einem kleinen Kopf verkauft. Sehr, sehr guter Speisepilz. Das ist natürlich wichtig. Ich will natürlich die Aufnahmen machen, aber hinterher natürlich auch was Leckeres zu essen haben. Von daher eine sehr, sehr geile Kombi für ein Fotoprojekt. So, und jetzt gibt es den Final Edit und dann hören wir es nochmal kurz am Ende des Videos. Viel Spaß, 4 Jahre Pilzzeitraffer.
Ich hoffe, euch haben die Aufnahmen gefallen. Das Thema wird niemals enden. Das heißt, spätestens in einem Jahr gibt es 5 Jahre Zeitraffer Pilze. Und bis dahin versorge ich euch noch mit jede Menge anderen Videos aus der Makrowelt. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut!